1985. Ganz andere Welt. Ganz, ganz andere Welt. Das ist halt echt, also wenn man darüber nachdenkt, überleg mal. Ich bin jetzt, man kann sagen, also gemessen an 103 bin ich erst 40, ja? So grob, ich runde das mal. Ich bin quasi 40 Jahre bin ich auf diesem Erdenrund unterwegs. Und als ich geboren wurde, gab es keine CDs. Also in meiner Jugend gab es keine CDs. Wir haben noch Kassetten gehört. Wir sind auch mit Boombox rumgelaufen. Hier Ghetto Blaster haben wir den früher genannt. Heute heißt das ja Boombox. Es gab keine Konsolen, es gab keine PCs, es gab nichts dergleichen. Kein Internet, keine Handys, nichts dergleichen. Und in dieser Zeit, die ich jetzt auf der Erde bin, und das ist noch nicht so lange gemessen daran, CDs sind ja schon wieder obsolet. Ja, sage ich ja, es gab keine CDs, gar keine DVDs und gar keine Blu-Rays, noch lange nicht. Telefon hattet ihr, ja, aber keine Handys. Also Telefone hatten wir mit Wählscheibe. Wir hatten so ein Telefon mit Wählscheibe, so ein grünes. Und darunter war so ein komisches Ding, das konnte man aufmachen. Und dann waren mit Hand so Telefonnummer auf Notizzettel geschrieben und sowas. Dann so. Und dann konnte man da die Telefonnummern raussuchen, wenn man jemanden anrufen wollte. Und dann... So musste man das damals machen. Und was ich aber damit sagen will, worauf ich hinaus will. In dieser Zeit ist so viel passiert einfach. Da ist so viel passiert. Als ich geboren wurde, gab es ja noch die DDR zum Beispiel, so eine Geschichten. Aber rein vom Fortschritt her, ist in dieser Zeit, die ich jetzt unterwegs bin, es hat sich so viel geändert. Wenn Leute heute sagen bei Spielen irgendwie, ja, die Grafik ist hässlich, dann kann ich das nie nachvollziehen, weil ich bin mit ASCII Games aufgewachsen. Ich bin einfach mit ASCII Games. Also ASCII ist Zeichensatz. Ja, die Spiele wurden damals aus Zeichensatz gemacht quasi. Das, ja. Der alte Mann erzählt mal wieder von damals. Ja, ich meine ja nur, hast du recht, aber ich sage ja nur, was in der Zeit alles passiert ist. Und das finde ich halt geil. Das ist der einzige Grund, warum ich es schade finde, dass ich irgendwann bestimmt mal, werde ich mal unter die Erde kommen, aber ich würde gerne wissen, wie sich es weiterentwickelt. Das würde ich gerne wissen. Ich würde das gerne miterleben. Das macht mich neugierig. Und es passiert so viel, also es wird so viel Großartiges erfunden. Ach ja. Allein die letzten 15 Jahre waren auch super krass in Sachen Technik. Ja, auf jeden Fall. Bei Funk ist alles mit Pixelgrafik geil. Ja, bei mir aber auch. Ich liebe Sachen mit Pixelgrafik. Ich spiele nicht alle, aber ich liebe Pixelgrafik. Weil die auch einfach cool aussieht. Als Artstyle, finde ich. Und wir mussten zum Umschalten des TV-Programms noch zum Fernseher gehen. Das ist richtig. Es gab keine Fernbedienung. Da musstest du wahlweise, es gab manchmal so Schaltknöpfe, plock, 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 so 5 Stück. Oder manchmal hat ein Fernseher auch so Drehscheiben, so klack, klack, klack. So ganz, ganz furchtbar. Keine Fernbedienung beim Fernseher, stell es mal vor. Gut gemachte Pixelgrafik gibt genug schlechte. Ja, das ist richtig, aber auch das ist wieder Geschmackssache immer. Willst du dann als Geist wiederkommen, der gemobbt wird? Nein. Also bist du eher so einmal in die Zukunft gucken als in die Vergangenheit? Nee. Nee, ich würde gerne die Zukunft miterleben. Also bewusst miterleben. Das, was so kommt, das, was noch passiert. Auf der einen Seite habe ich ein bisschen Angst davor, vor dem, was gerade passiert, gerade so politisch gesehen. Ja, das, wir gehen da jetzt nicht drauf ein, aber das macht mir ein bisschen Sorge. Auf der anderen Seite aber technisch, vom Fortschritt gesehen, finde ich es wahnsinnig faszinierend. Die Zukunft würde ich gerne sehen. Nicht die andere, nur die technische, die gute. Was ich aber gerne machen würde, wenn ich Zeit reisen könnte, würde ich gerne mal in die Vergangenheit reisen und mir dann einfach mal verschiedene Städte angucken und gucken, wie die Menschen so gelebt haben und so weiter. Oder Mittelalter. Aber lieber so, dass man mich nicht sieht. Dass man nicht eingreifen kann, dass man mich nicht sieht. Du bist da quasi wie so ein Geisterschemen, der da rumfliegt. Nicht mehr. Also Leute können dich nicht sehen, du kannst nicht eingreifen, du kannst es aber nur selber bewusst sehen, wie es da wäre. Ich glaube, da wird man ganz stark geimpft, wenn man ins Mittelalter zurückreist und sich guckt, wie die Sachen da so laufen. Spectator-Mode. Ja, genau, Spectator-Mode. Genau sowas. Das wäre ganz cool. Im Mittelalter kommt es magisch vor, aber schön war es nicht. Deswegen, das meine ich ja. Genau das meine ich ja. Überleg mal, 2000 war Nokia 3310 das Handy schlechthin. Ich hatte noch so ein Nokia PT11. Das war der Obershit damals. Ich glaube, PT11 hieß das. Und das war so ein... Das war einfach so ein Ziegel einfach. So ein grüner Ziegel. Hättest du keine Angst vor der Pest? Da ich bin ja nicht physikalisch anwesend. Ich bin ja nur ein Schemen.
Ich habe meiner Kollegin davon erzählt, dass ich in meiner Jugend immer die Telefonleitung blockiert habe, wenn ich im Internet war. Habe ich immer gemacht. Und dann hatten wir irgendwann ISDN, damit wir zwei Leitungen haben, konnte ich meine Eltern überreden irgendwann mal. Ja, hier mit ISDN kann ich im Internet sein und ihr könnt telefonieren. Und was habe ich gemacht? Ich habe die Leitungen gebündelt und habe einfach beide Leitungen benutzt, um schnelleres Internet zu haben. Ach, kennt man heute? Heute ist das gar nicht mehr. Heute ist es nicht mehr. Ach ja. Die Sorgen und Nöte mit einem Modem, ein 80 Kilobyte JPEG von einer nackten Frau herunterzuladen, als Teenager. Die Sorgen und Nöte. Halbe Stunde Wartezeit, bis das Bild sich aufbaut. Von einer Mailbox. Ja, nicht aus dem Internet, sondern von einer Mailbox. Alter, die Erfindung des JPEGs war der größte Gewinn der Jugend. ganz großes Uff. Ja. Eine halbe Stunde Wartezeit. Aber schon damals eine Welt der Möglichkeiten. Nicht mehr in irgendeiner alten, durchgeknickten Praline lesen oder so ein Scheiß. Wo da irgendwelche 70er-Jahre-Uschis abgebildet sind. Das war halt, so war das damals. Ja. Ach ja.